Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angespielt. Heute mit You Have to Win the Game. Und das ist ein Spiel, das schon seit 2012 auf Steam gratis existiert. Und nicht free to play oder gratis in dem Sinne, dass das jetzt irgendein Online-Game ist, wo es dann noch irgendwelche Microtransactions gibt. Nein, einfach nur eines der kostenlos verfügbaren Spiele auf Steam. Und das ist ja immer schon mal so ein erstes Argument, um zu sagen, ja, ich denke mal, das Spiel werde ich mir anschauen, weil das ist gratis und man muss nichts dafür bezahlen und deswegen kann man es einfach runterladen und ihr versteht, denke ich, was ich meine. Ich bin da gelandet, weil ich mich so ein bisschen wieder auf Steam rumgetrieben habe, um zu schauen, was spiele ich als nächstes an in Angespielt und bin dann in der Plattformer, Retro-Plattformer-Ecke gelandet und genau so etwas ist das hier auch, so ein kleiner Retro-Plattformer, habe ich natürlich noch nicht gezockt, aber Bilder davon gesehen, Screenshots und dies und das. Original, You Have to Win the Game, das ist die originale Default-Kampagne, es gibt sogar einen YOLO-Mode, das wusste ich gar nicht, das ist ja krass, da hat man dann keine Checkpoints oder den Playable Cat DLC, You're a Cat, You Have 9 Lives, schön. Alles normal erstmal bitte, damit ich das normal... Okay. Ja, und ich finde Titel auch ganz interessant, von wegen You Have to Win the Game, weißt du? Du musst das Spiel gewinnen. Ist ja auch nicht schlecht. Und das ist hier wirklich direkt simuliert, als hätte man so einen alten Fernseher vor sich. Finde ich ja auch irgendwie ganz sweet. Ich habe ja mal einen sehr, sehr alten Fernseher, der steht noch in der alten Heimat, gekauft für 10 Euro. War das 10 Euro? Auf dem Flohmarkt. Ich spiele mal nebenbei so ein bisschen, während ich diese alte Anekdote erzähle. Und da gab es bestimmt auch schon mal... Was ist das? Ist das ein Checkpoint? Wieso muss ich sterben? Achso, ist Checkpoint bestimmt. Genau, wundervoll, das ist ein Checkpoint. Das ist ja der absolute... Ach, da stand ja auch noch Respawn oben drauf. So, da ist jetzt so eine kleine süße Schlange. Kann ich auf die draufspringen und sie töten, wie bei Mario? Nee, ich darf sie einfach gar nicht anfassen. Das ist super toll. Jedenfalls habe ich damals so einen alten, also wirklich einen sehr, sehr alten, der ist auch nur in etwa, hätte jetzt fast die Größe. Natürlich ist es jetzt auf eurem Bildschirm anders skaliert, das Bild, je nachdem, ob ihr auch im Vollbildmodus schaut oder wie auch immer. Aber das war auch so ein Alter mit so einem gewölbten Bildschirm oder ist so ein Alter und tatsächlich kriegt man darauf den Heimatsender rein. Also das ist auch keiner mit Fernbedienung, sondern so ein Reglern und sowas und da kriegt man eben, jetzt in Baden-Württemberg war das der SWR, hat man da in Schwarz-Weiß reinbekommen. Fand ich irgendwie, also finde ich irgendwie super interessant, oder? Hat man reinbekommen. Ja, hat man reinbekommen. Er hat nur keine Antenne mehr, er hatte anscheinend mal eine Antenne, aber ansonsten funktioniert er noch. Wollte ich jetzt gleich zum Anfang irgendwie erzählen. Weil ich das super interessant finde, dass ich einen alten Fernseher für 10 Euro auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und ihr hoffentlich auch. Während ich hier einfach so ein bisschen durch die Gegend springe. Ist bestimmt auch einfach eines der Spiele, bei denen man andauernd stirbt. Alles andere kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und rechts steht, ich bin schon bei 3%. Finde ich ehrlich gesagt voll gut, bei 3% zu sein. Ich spiele zwar mit einem Controller, um das mal noch... Oh, hier kann man kann Geld einsammeln, okay. What is the magic word? Ja, wahrscheinlich nicht das hier. Ja, hier komme ich gar nicht erst lang. Also ich habe noch keinen Doppelsprung oder sowas drauf. Vielleicht bekommt man die Fertigkeit ja noch irgendwie. Es erinnert mich so ein bisschen an V. Da wirkte das so ähnlich irgendwie so vom Style und auch unten drunter diese Textnachrichten. War das bei V auch so? Das ist ein ziemlich schweres Spiel. Habe ich das nicht auch mal let's playen wollen und dann abgebrochen? Es gibt so viele wie im Spiel, wo ich irgendwie sagen, habe ich das nicht auch mal let's played? Habe ich das nicht mal abgebrochen? Habe ich da nicht mal was angefangen? Na gut, bei manchen Spielen fängt man ja auch bewusst nur für ein oder zwei Videos was an. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die ich eigentlich vorhatte durchzuspielen und das sich dann irgendwie im Sande verlaufen hat. Naja, so ist das auch, wenn man das schon mehrere Jahre lang macht, dieses let's playen. Also hier sind diese Dinger, da muss ich irgendwas aktivieren, um... diese Plattform freizuschalten. Bisher hüpfe ich eigentlich nur völlig verpeilt durch die Gegend und sammle hin und wieder so ein Bubble ein. Hier so Geld, um irgendwie Prozente zu bekommen. Bestimmt bei Praktika ist das. Prozente bei Praktika. I wonder where this goes. Mind the gap. Okay. Ja, das war jetzt nicht so tricky. Ich habe das einfach auch... das Spiel kommt mir voll bekannt vor. Das habe ich bei irgendeinem YouTuber schon mal gesehen. Dieses Bild. Definitiv. Das Bild habe ich bei irgendeinem YouTuber schon mal gesehen. Das habe ich bei irgendeinem YouTuber schon mal gesehen, dieses Bild. Ich weiß bloß nicht bei welchem. Rein von erster Konsequenz aus würde ich natürlich erstmal Zombie sagen. Ups. Dass ich das bei ihm gesehen hätte, aber... Oder war das bei
Endzeitkind? Naja, jedenfalls, das Bild kam mir bekannt vor. Überraschung, dieses Spiel haben schon andere YouTuber von mir gezeigt. Da hätte ja niemals jemand mit gerechnet. So, schauen wir uns jetzt einfach als erstes mal diese Szene hier an. Er hat ein assiges Muster. So, oh ey, aber heute habe ich einen guten Tag. Das bemerke ich. Heute habe ich einen guten Tag, wenn ich sowas beim zweiten Versuch hinbekomme. Cerulean Aura, oder Caroline, Cerulean wahrscheinlich, activates blue ghost blocks. Ja, geil. Kind of blue, Errungenschaft freigeschaltet. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dai, 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 da-ba-dee-da-ba-dai. Das war ein dummer Move, weil diese Blocks habe ich ja gar nicht aktiviert, die ich bräuchte, um hier weiterzukommen. Also man muss wirklich an irgendeinem fetten Boss oder so vorbeikommen, um dann... Jetzt muss ich das auch nochmal machen, Alter. Oh, nee. Das war dumm von mir. Weil ich muss hier ja nochmal vorbei. Ist aber eigentlich ganz einfach, an ihm vorbeizukommen, weil er hat zwischen diesen beiden Angriffswellen eine Lücke. Könnte ich jetzt sagen, habe ich bei Bleach gelernt, auf Angriffslücken zu achten. Wegen einem der ersten Kämpfe gegen Renji Abarai, die Ichigo Kurosaki ausführt. Mit... Was ist Sabimaru? Hat da nämlich drei Aktivitäten und dann hat er zu... Ich höre auf mit dem Anime-Talk, ja? Ich wollte nur nebenbei irgendwie ein bisschen Nerd-Gelaber einbringen. Weil es ja noch nicht nerdig genug ist, irgendwie so ein Retro-Bit-Spiel zu reden und nebenbei über Retro-Fernseher zu reden, die man auf irgendwelchen Flohmärkten sich gekauft hat. Hier komme ich gar nicht vorbei beim Cave-In. Ja, wie komme ich denn jetzt weiter? Warte mal einen Moment. Ich bin noch ein wenig irritiert. Hier lang? Ja, das sollte richtig sein. Oh, das war jetzt aber stressige Situation. Ganz kurz, so, zack. Dann hier hoch. Ach, hat er echt nicht die Sprungpower, um da hochzukommen? Nee, ne? Er braucht einfach nur einen Sprung-Upgrade, der oder die Heldin. Okay, Snakes. Zack, haben wir direkt. Alles gut. Alles locker easy, gar kein Problem. Ernsthaft, die blauen Blocks waren ja vorher noch nicht da. Aber stimmt, da kam ich auch da noch gar nicht lang. Wenn alles richtig ist. Und sonst wäre ich hier auch nicht... Warte, Moment mal. Ich kann hier auch noch links lang. Und bekomme dann hier diesen goldenen... Es ist echt lustig. Mir fehlt ein bisschen Mucke. Mir fehlt echt Musik. Hätte man vielleicht noch einbauen können. Es wirkt dadurch natürlich noch minimalistischer. Dadurch, dass wir jetzt keine Musik haben. Aber ein bisschen Musik hätte das Ganze noch ein bisschen catchier gemacht. Ah, das ist auch ungeil, ey. Ah, das ist sehr ungeil. Da bin ich jetzt so ein bisschen... Oh, wie willst du das denn machen, ey? Also hier werde ich sehr oft sterben. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen will. Naja, aber es ist ja auch nur angespielt. Das heißt, ich weiß gar nicht... ob ich hier oft sterben werde, weil vielleicht ist es ja auch irgendwann einfach vorbei. Hier wurde jetzt gespeichert. Genau, an die Flamme kann ich auch nicht ran, das ergibt Sinn, das ist geil. Ey, come on. Okay, so. Ja, ist ja eigentlich gar kein Ding, ne? Man muss sich nur, wie gesagt, das Muster merken. Vielleicht ist das auch richtig in dem Sinne. Ja, das... Boah, ey... Das Spiel ist aber auch wirklich, das ist für die... You shouldn't go left. Warum soll ich nicht left gehen? Ja, weil ich hier gar nicht langkomme. Okay. Never could see any other way. Ups. Oh, nö. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Nur weil ich links gegangen bin und nicht auf die Leute gehört habe. Ich bin schon ein... Ein Halunke. So. Alles in Ordnung, alles gar kein Problem. Weißt du, wenn da unten halt steht, you shouldn't go left, ne, dann geht man auch nicht links. Das ist schon, dann gehe ich nach unten einfach. Okay, dann lande ich wieder da. Das ist so eine Art Labyrinth jetzt. Aber es ist kein Spiel, das einen zum Ausrasten oder zum Ragen bringt. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich bei angespielt eh immer so ein bisschen entspannter unterwegs bin. Kann ich euch jetzt nicht direkt beantworten. Aber es ist jetzt nicht, also es... bringt einen nicht zum Ausrasten. Dafür ist es zu... ist die Wiederholungsfrequenz zu schnell. Obwohl, jetzt das hier ist schon eine nervige Sequenz. Und dafür ist doch auch vieles
zu logisch machbar. Also wenn man mal irgendwann ein Muster raus hat, dann kriegt man es im Regelfall auch irgendwie hin. Obwohl das jetzt halt schon richtig heavy ist hier. Ich weiß auch nicht, ob ich da einfach stehen bleiben kann. Auf der Plattform vielleicht, um dann da noch, ob ich da noch unten durchpasse mit meiner dicken, fetten Cabby. Nee, passe ich nicht. Schön. Huh! Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Ich hatte echt schon irgendwie ein bisschen Bammel, dass das gar nichts mehr wird. Tower of Sorrows. Das ist aber jetzt emotional gemacht hier. Also da muss man ja ganz klar... Okay, warte mal. Aha. Genau. Alter, wie assi. Es ist schon assi. So muss man das nämlich machen. Man muss von da aus dann nochmal rüberspringen. Und dann sind wir jetzt im Contrived Lock Key Mechanisms, whatever. Ich finde aber, also an sich, ist schon was, was man, also wenn man gar nichts anderes zu tun hat, ich meine, das ist gratis. Wenn es jetzt Geld kosten würde, dann würde ich sagen, ja gut, für einen Euro oder zwei oder sowas. Aber gratis, ne Leute, das muss man nicht immer, also gratis, für Umme, einfach nur mal downloaden, außer ihr habt noch einen uralten Modem-Internetvertrag, bei dem ihr pro Kilobyte irgendwie 3 Euro zahlt, dann ist es natürlich nicht ganz gratis und dann würde ich euch vielleicht auch davon abraten. Also, komme ich hier nicht her? Nee, oder? Ich komme hier nicht her. Leaps and Bounds? Gut, bekomme ich das hier? Ich gehe nochmal ein bisschen nach rechts. Which path will I take? Ist die Frage, die er sich stellt. Welchen Weg wird er gehen? Den Weg mit der Fleder... Okay, hier kommen... Schön. Wenn ich das richtig sehe, kommen wir hierher. Oder? Nee. Fungal Forest. Ein Pilzforest. Und ich laufe so wie Forest. Das ist aber interessant jetzt. Remnants of a Past Unknown. Okay, da unten ist Danger. Castle Rock. Casterly Rock. Oh, geil. Muss man das genau so timen, dass man... Es funktioniert nicht. Das kann man gar nicht genau so timen. Das geht einfach nicht. Hier sind irgendwelche... Das ist Mr. Krabs. Oder von Ariel. Boah, ey, das war jetzt auch schon wieder hier ein... Kurz ein toughes Ding. Aber auch in Ordnung. Oh, hier gibt es sogar jetzt einen krassen, sicken Boss. Oh, ich hätte es fast beim First Try hinbekommen. Oh, no. Oh Mann, ah, da muss man wieder hier. Ich wollte den Moment nehmen, in dem er. Ja, das ist alles nicht so. Okay, alles in Ordnung und hiermit werden die roten Ghostblocks aktiviert. Und mit den roten Ghostblocks verabschiede ich mich aus diesem, ja, eigentlich recht unspektakulären angespielt, aber tatsächlich finde ich das Spiel an sich eigentlich ganz nett. Dafür, dass es gratis ist, kann man das mal vorstellen, kann man das mal zeigen. Es wird halt genau seinem Anspruch gerecht. Es ist so ein kleiner Retro-Plattformer, der einfach so ein bisschen an alte Zeiten erinnern soll. Man muss auch so ein bisschen, denke ich, die Fantasie anschalten, wenn man wirklich Bock haben will auf das Spiel und so ein bisschen hier so mit diesen... Ja, alte Kulturen und das soll jetzt ein Pilzwald sein, aber in Wirklichkeit sieht alles eben nach total alter Grafik aus. Da muss man dann so ein bisschen so seine Fantasie einsetzen und sich ein bisschen gegenüber Retro-Gaming öffnen. Dann kann das, denke ich, was für einen sein, einfach weil es auch, wie gesagt, gratis ist, Leute. Das ist das Argument. Es ist gratis. Und es ist eben nicht so ein Gratis-Stuff, wo man dann am Ende, ja, wenn du die roten Ghostblocks deaktivieren musst, möchtest, dann musst du 1 € Microtransaction dies und das und für die blauen 1,50 €. Und wenn du das Spiel gleich fertig gespielt haben möchtest, dann zahl doch bitte nochmal 2,50 €. Bullshit. Es ist einfach gratis, das finde ich schön. Das ist ein nettes kleines Ding. Kann man mal anzocken, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, mir das per Bewertungen und Kommentaren mitzuteilen. Bis zur nächsten Episode von Angespielt oder bis zum nächsten Video. Ich hoffe, letzteres, ne? Dass ihr einfach alles, ganz YouTube anschauen. Nicht nur mich, alles, nein. Nicht ganz YouTube. Also, das letztere revidiere ich wirklich ausführlich. Bitte nicht ganz YouTube. Bitte nicht ganz YouTube. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Belassen wir es dabei. Tschüssi.